Starry Night Light Projector. Jesus, Maria und Josef, was für ein spektakulärer Name. Ja, hier haben wir auch schon das gute Stück. Hier gibt es natürlich wieder wie üblich ein paar Funktionen, was das Gerät schön kann. Es hat Bluetooth eingebaut, man kann eine Speicherkarte anschließen. Und ja, es hat Lautsprecher eingebaut und es fabriziert ein paar wunderhübsche Farben an die Decke. Und es ist sogar noch ein Laser eingebaut, wo man da blindet, wenn man hineinschaut. So, machen wir dann mal das gute Stück auf. Das geht eigentlich relativ einfach, wenn man es nicht, wie ich, nur mit einer Hand macht. Tja, irgendwann sollte ich doch mal wieder mein Stativ benutzen. Oben drin liegt eine kleine Anleitung in Englisch und ich glaube vielleicht auch noch in Deutsch. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Dabei ist natürlich auch noch hier ein wunderschönes USB-A auf USB-C Kabel. Naja, dann haben wir noch oben eine kleine Fernbedienung. Die ist hier. Ja, und dann natürlich noch das Hauptgerät. Das befindet sich hier. Gut, und das war es jetzt eigentlich auch schon. Das war der komplette Lieferumfang. Gut, hier haben wir jetzt schon das Gerät. Es ist relativ schwer. Oben ist der Laser und die Lichteinheit angebracht. Dann gibt es hier noch ein paar Funktionstasten. Damit kann man das Gerät auch so bedienen. Der USB-Anschluss hier zum Betreiben des Gerätes, der Ein- und Ausschalter, der relativ gewöhnungsbedürftig ist, würde ich sagen. Ganz links haben wir entsprechend noch einen USB-A-Anschluss für ein Speicherstick und für MP3-Dateien und so weiter. Ja, und natürlich hier Dual-Lautsprecher gibt es an dem Gerät auch. Das USB-Kabel ist dabei, aber links kein Netzteil. Das finde ich sehr schade. Das hätte man besser machen können. Was auch nicht dabei ist, es gibt keine Batterien dabei. Tja, also auch diese Batterien für die Fernbedienung muss man natürlich auch vorher besorgen. Das habe ich jetzt hier in diesem Fall gemacht und hier wunderbar neue Batterien rein und schon kann ich das Gerät auch mit der Fernbedienung bedienen. Das Gute ist an der Fernbedienung, man kann auch den Laser ein- und ausschalten und natürlich auch das Licht ein- und ausschalten. Ansonsten die ganzen Druckknöpfe funktionieren da ganz gut. Also die Fernbedienung ist für so ein günstiges Produkt durchaus ansprechend und gut. Und wenn wir das Gerät mal jetzt einschalten, kann man erkennen, selbst im hellen Tageslicht erzeugt es hier ein schönes, helles Bild in dem Fall. Wie man sehen kann, das kann man hoffentlich sehen, bewegt sich das Licht etwas. Das ist so eine Art Wassereffekt, den kann man auch entsprechend deaktivieren oder auch ein bisschen schneller schalten. Das Gerät hat übrigens auch natürlich eine Timer-Funktion, auch Bluetooth hat das Gerät. Und man kann verschiedene entsprechende Farbeffekte einstellen, also sprich so eine Art RGB-Modus mit Blau, Grün und Gelb. Den Laser kann man natürlich auch entsprechend deaktivieren oder auch die Musik deaktivieren, wenn man einen USB-Stick angeschlossen hat oder über Bluetooth das Ganze funktioniert. Wenn man jetzt einmal hier hochschaut, kann man sehen, wie gesagt, die Lichter bewegen sich. Und ich kann jetzt hier verschiedene Farbeffekte dazu schalten oder auch nicht. Das ist mir jetzt sozusagen über die Fernbedienung eher überlassen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Es gibt sogar noch einen kleinen Automatikmodus. Der funktioniert eigentlich auch relativ reibungslos und schaltet die verschiedenen Videoeffekte durch. Also ich bin hier durchaus wirklich ganz zufrieden damit. Man kann jetzt auch, wie gesagt, hier sehen, entsprechend so, schon ist entsprechend der Laser hier ausgeschaltet und mit der Zeit schaltet er sich jetzt hier wieder ein. Und natürlich auch, man kann hier schöne Farbeffekte einstellen, wie jetzt einmal hier etwas mit Rot und Blau. Also hier kann man wirklich ja ein paar Farbkombinationen ohne Probleme durchschalten. Das sieht natürlich alles ein bisschen spektakulärer aus, wenn man es auch in der Nacht macht und nicht hier im hellen Tageslicht, wie ich jetzt der Fall. Aber nun gut, ich bin halt mal so eingestellt. Das ist so ein Test von einem Night Light Projektor hier am hellen Tageslicht durchführe. Muss halt auch mal so sein. Aber ich habe jetzt mal ganz kurz etwas die Kamera angepasst und ich hoffe mal, das kann man jetzt hier ein bisschen besser erkennen. Also so würde es jetzt ungefähr bei der Dunkelheit aussehen. Das sieht also wirklich ganz gut aus und in dem Kinderzimmer meiner Tochter passt es doch ganz gut und sie hat sich doch sehr darüber gefreut. Und ich auch, denn es war relativ günstig.
Das Gerät erzeugt übrigens einen minimalen Brummton, wenn es quasi so bewegte Bilder erzeugt wie hier. Allerdings für mich würde ich sagen, ist der Brummton durchaus noch verkraftbar. Als kleines Fazit kann man erkennen, es funktioniert durchaus so wie gesagt. Die Klangqualität der Lautsprecher über MP3-Files und Co. über Bluetooth ist natürlich jetzt nicht so berauschend, aber es ist ganz okay. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier durchaus. Kleine Abzüge in der Beno gibt es natürlich auch, weil es waren keine Batterien dabei und es gab auch kein Netzteil. War nicht dabei. Das fand ich doch eher schade. Das war normalerweise früher immer dabei. Aber wie gesagt, für den Preis würde ich sagen, bin ich damit sehr zufrieden. Und daher vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen.